Wie ist Ihr Name? Toni Luise Kassler. Und wann sind Sie geboren? Am 27.09.22. Und wissen Sie, was passiert, wenn Sie diese Infusion aufmachen? Ja, dann sterbe ich. Ja, ja. Und das ist das, was Sie jetzt wollen? Ja. Definitiv. Ja. Dann stelle ich Ihnen noch die Fragen. Wie ist Ihr Name? Erhard Kassler. Und wann sind Sie geboren? 12.02.18. Und Sie wissen auch, was passiert, wenn Sie jetzt Ihre Infusion aufmachen? Ja, freilich, ja. Was passiert dann? Dann sterbe ich. Dann sterben Sie. Und das ist auch das, was Sie jetzt unbedingt möchten. Ja. Was sind die für Sie die Voraussetzungen für jemanden, der begleitet werden kann von Ihnen? Am allerwichtigsten ist für mich Urteilsfähigkeit. Ich bin nicht so weit, dass ich einen urteilsunfähigen Menschen töten könnte. Das ist aktive Sterbehilfe. Ich kann einem Menschen das Medikament zur Verfügung stellen, kann auch dabei sein, damit das wirklich alles funktioniert, damit nicht irgendein Unfall passiert mit dem Medikament. Aber ich könnte nicht ein Medikament selbst spritzen. Also der Mensch muss wissen, was er macht, muss das wollen. Es darf nicht ein Kurzschluss sein. Also er muss sich das über längere Zeit gut überlegt haben. Und für mich muss er eine unheilbare Krankheit haben. Das heißt, es gibt sehr, sehr alte Leute, die haben nicht eine unheilbare Krankheit, wie jetzt terminales Krebsleiden. Die haben eine Fülle von Altersbeschwerden, die sind sogenannt multimorbide. Und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Krankheit bekommt, eine akute Krankheit, die zu Urteilsunfähigkeit führt, enorm groß und immer größer. Die Ausnahme, dass ich jemanden akzeptiere für eine Freitodbegleitung, der nicht an einer unheilbaren, an einer schweren unheilbaren Krankheit leidet, sind die ganz, ganz alten Leute, die an Multimorbidität leiden und die ein riesen Risiko haben, eine schwere Krankheit ganz plötzlich zu bekommen, wie mein Vater Hirnschlag, und dann vielleicht nicht mehr urteilsfähig sind. Die lasse ich gehen, wenn sie sich das wirklich ganz gut und lange überlegt haben. Sie dürfen nicht depressiv sein, sie müssen urteilsfähig sein, sie müssen sich das gut überlegt haben, lange. Und vor allem auch ganz wichtig, sie dürfen nicht von irgendwelchen anderen Personen beeinflusst sein. Alles schon leer? Ja. Das ist Wäsche, die bleibt. Und das ist schon der Koffer für Basel. Das war aber eine Arbeit, ich kann Ihnen sagen. Das ist für Silvester zurückbehalten. Auf Vorsicht, Herr. Leer. Das ist für den Rollator, den muss man zurückgeben. Hier ist leer. Wir haben gearbeitet wie verrückt. Ist es komisch, so ein erstmal daraus ein Geheimnis machen zu müssen? Ja, das ist, und wissen Sie, man vertut sich schneller, als man denkt. Also ich muss immer wieder, auch jetzt, wenn was ist, denke ich, okay, sag bloß nicht, das brauche ich nicht oder das ist nicht. Warum müssen Sie daraus ein Geheimnis machen? Ja, ich möchte doch nicht den Leuten erzählen, dass ich in 4 Wochen weg bin. Ich habe Briefe schon gerichtet, die mache ich jetzt am Wochenende fertig. Und wenn wir gehen, den Tag, der Herr Habegger holt uns ab, und dann werfe ich die Briefe ein, dann wissen die, übermorgen oder morgen sind wir weg. Weil mitteilen und verabschieden muss man sich. Die werden, und das tun wir brieflich. Ja, die wissen das alle nicht. Nein.